Insbesondere nach dem Interview, nein, Interview war das eigentlich nicht. Das war mehr oder weniger eine Schlacht, war das Ein in der. Verhör. Ja, nicht mal ein Verhör. Also ich bin beim Verhör will man ja noch wissen, was der andere zu sagen hat. Aber Herr Mattheis hat mich gleich am Anfang nach den meinen ersten drei Worten, ich wollte nur sagen, guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Da schrie er mich an, halten Sie den Mund, wenn ich rede, haben Sie still zu sein, in einem Ton mit ungefähr 330 Dezibel. Also das war zum Schreien, war das im Endeffekt. Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video-Interview. Mein heutiger Gast ist Ärztin und ich begrüße ganz herzlich Dr. Katrin Kessler. Hallo Katrin. Hallo Helmut und hallo liebe Zuschauer. Ja, Katrin, erzähl doch unseren Zuschauern einmal, in welchen gesundheitlichen Bereichen du tätig bist. Also jetzt derzeit bin ich hauptsächlich als Fachärztin für Allgemeinmedizin für eine Hausarztpraxis tätig, also meine Hausarztpraxis, habe aber den Schwerpunkt mehr auf Thema Gesundheit, Salutogenese, Gesundheitsmanagement, was ich auch für Firmen halt anbiete im Sinne vom betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und ja, bin auf ein gesundes Leben getrimmt, möglichst ohne Apotheke und ohne Pharmaindustrie und ohne Online-Shop. Das ist so mein Schwerpunkt in meinem Leben schon immer gewesen. Da bist du aber ziemlich allein unter den Ärzten, oder? Weil es geht ja Ja. Ja, um. da bin ich etwas allein unter allen, weil die jetzt der Schulmedizin so ein wenig abtrünnig geworden sind, die driften halt auch gerne hin zu anderen Bereichen, wo, ja, ich will sie nicht esoterisch nennen, aber wo halt auch immer irgendwelche Mittel vonnöten sind, um die Gesundheit zu erhalten. Und ja, ich versuche halt für die Menschen ein Lebenskonzept zu erstellen, was halt hauptsächlich auf gesunde Ernährung, viel Spaß, viel Freude, viel Licht, viel Sonne und viel Sport und viel Entspannung beruht. Und das sind halt alles Dinge, die ich nicht verkaufe. Also ich verkaufe keine Produkte, sondern eigentlich nur, ich rate nur an, sich zu bilden, den eigenen Körper zu verstehen, die Anatomie zu verstehen, die Physiologie zu verstehen, und dann kann man sich meistens vieles von ganz alleine herleiten und ist nicht immer abhängig von anderen Heilern, die eigentlich viel Geld mit dem Thema Gesundheit verdienen möchten. Ich höre daraus, dass du von Homöopathie auch nichts hältst. Sagen wir mal so, wenn jemand ganz fest daran glaubt und das Gefühl hat, es tut ihm gut, dann bin ich nicht diejenige, die sich dagegen ausspricht. Ich habe Homöopathie auch gelernt. Ich bin aber trotzdem kein Freund davon, zum Beispiel, wenn ein Kind im Kindergarten sich den Kopf stößt und eine Beule hat. Das, weißt du, dann haben wir früher ein Kühlsternchen bekommen und heile Gänschen und irgendwann waren wir wieder heile und die anderen müssen jetzt immer sofort Arnika kriegen und entwickeln so ein Körperbewusstsein, dass sie selber nicht in der Lage sind, sich selbst zu heilen, sondern dass immer irgendetwas anderes vonnöten ist, damit der Körper wieder funktioniert. Und das ist einfach, finde ich, sehr schade, weil wenn man das auf ein Leben lang hochrechnet, was man dann insgesamt für Mittel braucht, um insgesamt gesund zu bleiben, das ist ganz schön teuer. Und ich bin halt auch nicht davon überzeugt, dass das alles immer nebenwirkungsfrei ist. Also auch die Homöopathika nicht, ne? Selbst ab Verdünnung von D6, ne, wenn man dann Pb drin hat oder Hg, das weiß ja kaum einer, dass das dann Blei oder Quecksilber ist. Es sind eigentlich lieber Sachen, die ich nicht schlucke, egal in welcher Verdünnung. Aber ich bin da ganz offen. Ich lasse da jedem Tierchen sein Pläsierchen und bin auf jedem Parkett tanzsicher, sagen wir mal so. Ja, ich muss sagen, also aus meiner Erfahrung, ich war lange, lange Zeit, habe ich Homöopathie, habe ich überhaupt nicht dran geglaubt. Und wenn ich irgendwie mal Medikamente genommen habe, dann waren die auch aus der Apotheke. Nur dann habe ich meine Frau kennengelernt und als sie dann die Tiere homöopathisch behandelt hat und das funktioniert hat, da habe ich dann gedacht,
Ja, irgendwas muss ja dran sein, weil so ein Tier, so ein Hund oder eine Katze, den kann man schlecht was vormachen, ja. Und ich glaube auch nicht, dass ein Hund oder eine Katze an irgendwas glaubt. Und von daher bin ich dann offener geworden und mittlerweile glaube ich auch dran und dann funktioniert es. Und da sind wir beim Glauben. Der Glaube, denke ich, hilft sehr, gesund zu werden, oder? Nachweislich, nachweislich. Da gibt es ganz tolle Experimente drüber. Aber dieser Form von Glaube, der hilft, der ist halt immer teuer, genauso wie der katholische oder andere Glaube. Das kostet halt Geld. Und ich meine, ich habe ja hier die lebenden Beweise, die halt auch ohne Kügelchen und ohne alles auskommen. Die gehen halt im Winter baden, die spielen im Dreck und ja, die kommen genauso wie ich. Also ich nehme eigentlich auch keine Medikamente und lebe auch ganz gesund. Und viele von meinen Patienten, die mir da vertrauen, die kriege ich auch einfach mit viel Tee, inhalieren, ausruhen, Streicheleinheiten, was auch immer, meistens ganz gut wieder hin. Katrin, du warst in der Corona-Zeit im Widerstand aktiv. Und du hast jetzt vor Weihnachten eine, ja, böse Überraschung erleben müssen. Was ist denn da passiert? Also, um mal die Rolle von Anfang an klarzustellen, ich bin überhaupt gar kein Widerständler. Ich bin eigentlich ziemlich konform gewesen und bin harmoniebedürftig und mag eigentlich von Natur aus, mochte ich nirgendwo anecken. Und mein Problem, was ich hatte, ist, dass ich an alles doch immer vermeintlich sehr wissenschaftlich rangehe und immer alles sehr genau hinterfrage, weil ich an mich selber den hohen Anspruch habe, meinen Patienten wirklich immer nur das Beste zu bieten, mich sehr gut kundig zu machen, um dann ganz sicher zu sein, wenn ich ihm schon ein Medikament gebe, dass das halt auch auf der richtigen Seite ist. Und da versuche ich auch immer grundsätzlich Pro und Contra abzuwägen, sodass der Patient selber entscheiden kann, ob er das probieren möchte oder lieber nicht. Und als das mit Corona losging, da habe ich halt einfach nur eine große Diskrepanz gemerkt. Wir waren damals noch zu zweit in der Praxis und es tobte die Pandemie. Und ich war damals auch für Pharmafirmen tätig als Referentin und nicht nur für Pharmafirmen, sondern auch für viele andere Unternehmen. Und sollte dann für eine Unterfirma von AstraZeneca einen Vortrag halten über Corona in der Arztpraxis. Und wie gesagt, ich glaube, ich kann ganz gute Vorträge halten, bin auch gut vorbereitet. Und diesmal stand ich da, bei uns ist an mir ist alles vorbeigegangen. Wo ist denn das Ganze? Was passiert denn da? Also wir hatten überhaupt kein Problem in der Praxis. Und da habe ich Darf ich dann im kurz, Krankenhaus, ja? Katrin, darf ich kurz eine Ja. Zwischenfrage stellen? Du hast Ja. jetzt uns erzählt, dass du ja Medikamente nicht ablehnst, aber die nur dann halt gibst, wenn es wirklich unbedingt nötig ist in deinen Augen. Und jetzt hast du gerade erzählt, dass du Pharmareferentin bist. Ja. Da verkaufst du und vertreibst du doch Medikamente. Das Ja, passt irgendwie also nicht zusammen. ich habe gerne für AstraZeneca zum Beispiel Vorträge gehalten. Das gab viel Geld, das war nett und ich war ein Stück weit dafür sicherlich auch affin zu der damaligen Zeit. Aber die haben mir die Gelegenheit immer gegeben, zu dem vorgefertigten Vortrag, den ich von denen bekommen habe, einen eigenen Anteil vorne dran zu machen. Und so hatte ich halt tatsächlich die Gelegenheit, dieses Thema Gesundheitsförderung und Salutogenese einem viel größeren Publikum anzupreisen und zu sagen, also wenn einer Diabetes hat, dann ist er sicherlich am besten dran mit Sport, mit Gewichtsabnahme, mit gesunder Ernährung, la 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 und mit meinem Konzept, mit Bonuspunkten und Motivation. Und wenn das alles nicht hilft, dann hat AstraZeneca hier noch den Plan B. Und so durfte ich das immer ganz offiziell machen. Das habe ich dann von der Rechtsabteilung absegnen lassen. Und das war für mich eine schöne Kompromisslösung, mit der ich eigentlich ganz gut leben konnte. Und die offensichtlich auch. Ich glaube, meine Nachfrage beruhte jetzt auf einem Missverständnis, weil Pharmareferenten waren für mich immer Menschen, die für Pharmakonzerne gearbeitet haben und Also von rumgehen Arztpraxis und den zu Vertrieb machen, das Arztpraxis. reicht nicht. Nein. Also mit Pharmareferenten meintest du, dass du einfach War nur Keynote Speaker. So genau. Referate gehalten hast, sozusagen Vorträge gehalten hast. Genau. Okay. Ja, gut. Kommen wir ja zu dem, weshalb du mich angerufen hattest. Du hast ja eine Strafe bekommen in Höhe von 5.000 Euro. Warum? Ja, ich dachte ja nur, dass die Vorgeschichte dazu wenigstens in Kürze
ganz interessant ist, weil es ist ja, wie gesagt, die siebte. Vorher musste ich ja 15.000 Euro bezahlen, weil angeblich die Wartezimmerstühle nicht 1,50 Meter auseinander waren und weil ich halt einen Zettel an die Wand gehängt hatte, dass ich meine Patienten von meiner Seite aus nicht zwingen möchte, eine Maske zu tragen. Ich habe nicht damit vorgehabt, das Gesetz auszuhebeln. Ich wollte nur ganz auf Nummer sicher gehen, dass ich nicht nachträglich der Nötigung bezichtigt werden kann, wenn ich dafür sorge, dass meine Patienten mit Zustand nach Herzinfarkt, mit Asthma und so weiter und so fort reinkommen, wie das zweimalig passiert ist. Ältere Patienten, die standen dann da und mussten ja lange in der langen Schlange warten. Und dann sind mir zwei ältere Menschen umgekippt und in die Glasscheibe reingefallen. Und dann hatte ich mich natürlich rechtlich gefragt, oh, wer haftet denn dafür? Und das habe ich mir dann auch rechtlich abklären lassen und bin dann relativ tief in diese Corona-Wissenschaft hineingestiegen und habe halt gesehen, da ist eine große Diskrepanz zwischen Realität, zwischen tatsächlichen Daten und zwischen dem, was von uns gefordert wurde. Und das war das, was ich eingangs erzählt hatte, dass ich eigentlich konform war und diesen Zettel dann wirklich nur hingehängt habe, um mich selber nicht auch noch der Nötigung strafbar zu machen. Daraufhin musste ich 15.000 Euro bezahlen, dank einer Gerichtsverhandlung, die ich nicht mal bekommen habe. Also das hat der Landesärztekammerpräsident Günther Mattheis, also von Rheinland-Pfalz, mit der Präsidentin des Berufsgerichts in Mainz, Frau Freimund Höller. Das haben die untereinander, wie auch, ich weiß gar nicht, wie man das nennen mag. Also sie das ist dann sozusagen ohne Gerichtsverhandlung passiert. Für diese vermeintliche Gerichtsverhandlung musste ich aber auch noch mal irgendwie über 900 Euro bezahlen. Und das war mir nicht ganz einleuchtend, weil ich da auch den Strafaspekt selber persönlich nicht so sehen konnte und habe daraufhin eine Verfassungsbeschwerde eingelegt mit meiner Rechtsanwältin Britta Gedanitz. Und oh Wunder, die habe ich sogar gewonnen. Ich habe also vom obersten Verfassungsgericht unterschrieben, vom obersten Verfassungsrichter, die Bestätigung, dass Herr Mattheis da in gewisser Form befangen ist. Insbesondere nach dem Interview. Nein, Interview war das eigentlich nicht. Das war mehr oder weniger eine Schlacht, war das Ein in der. Verhör. Ja, nicht mal ein Verhör. Also ich bin beim Verhör will man ja noch wissen, was der andere zu sagen hat. Aber Herr Mattheis hat mich gleich am Anfang nach den meinen ersten drei Worten, ich wollte nur sagen, guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Da schrie er mich an, halten Sie den Mund, wenn ich rede, haben Sie still zu sein, in einem Ton mit ungefähr 330 Dezibel. Also das war zum Schreien, war das im Endeffekt. Ich hatte dann noch einmal einen Anlauf genommen, weil ich wirklich dorthin gegangen bin, ohne Anwalt und ohne irgendwie Böses zu wollen. Ich wollte sogar noch Kuchen mitbringen. Ja, und da war also überhaupt gar keine Bereitschaft zu erkennen, dass er wirklich sich auf meine Argumente einlassen wollte. Und da das Ganze sollte also eine Exekution sein, wo er dann immer wieder sagte, fast wie bei Monty Python, ne? Es kommt darauf an, wie Sie sich hier gerieren und sonst gebe ich Ihnen die Höchststrafe. Und das hat er dann, glaube ich, viermal gesagt und beim fünften Mal bin ich dann tatsächlich aufgestanden und gegangen, weil mir das einfach zu Also, blöd war. Katrin, damit ich es richtig verstehe, Ja. du hast eine Strafe bekommen von 15.000 Euro plus 900 Euro Gerichtskosten, obwohl es gar keinen Prozess gab. Ja. Diese Strafe wurde ausgesprochen von der Landesärztekammer. Ja. Dann bist du vors Bundesverfassungsgericht gezogen und da hast du gewonnen und musstest die Strafe nicht bezahlen. Ja. Doch, bin gleich 5 Wochen später nochmal zu 15.000 Euro Strafe verdonnert worden. Und mit worum ging es dann Mit dem da? Effekt. Das Gleiche nochmal. Das hat ihn also überhaupt nicht interessiert, was da der oberste Verfassungsrichter gesagt hat. Und Frau Freimund Höller war dann auch wieder mit dabei. Und ja, offensichtlich waren die beiden sich da einig. Also dieses Thema mit der Befangenheit.
auch von Seiten der Präsidentin des Berufsgerichts. Das wurde dann aus der Welt geschafft, indem dann die Vize-Richterin vom Berufsgericht dann geschrieben hat, nein, Frau Freimund Höller ist nicht befangen, fertig aus. Und damit war dann dieser Vorwurf aus der Welt. Ist ja vom Prinzip her ziemlich cool gemacht, so innerhalb der eigenen Instanz das zu klären. Und das steht jetzt noch. Und daraufhin hatte ich halt eine zweite Verfassungsbeschwerde geschrieben. Das habe ich dann auch selber gemacht, weil es echt nicht machbar war, auch nur irgendeinen Fachanwalt dafür zu kriegen. Okay, das überrascht mich jetzt. Da gibt es doch genug Anwälte, die auch gegen. Nein, ich habe wirklich viele angeschrieben, auch Ex-Richter angeschrieben. Also die hatten entweder keine Zeit oder denen war das zu heikel. Und dann hatte ich einen Verfassungsrechtler tatsächlich. Den habe ich dann, ich glaube, eine Dreiviertelstunde aufgeklärt. Der hatte bis dato, also von all dem, was du aus dem FF mittlerweile kannst. Aber dieser Verfassungsrechtler, den ich da hatte, der kannte das gar nicht. Also der war noch voll drin im Narrativ. Da habe ich ihn eine Dreiviertelstunde aufgeklärt, habe dafür auch nochmal 1.000 € bezahlt, und habe es dann doch lieber alleine gemacht, weil das wäre mit dem in die Hose gegangen, glaube ich. Und das Verfahren schwebt noch oder ist das auch entschieden schon? Das schwebt noch, also die zweite Verfassungsbeschwerde schwebt noch, ja. So, und jetzt kommt die dritte Sache dazu. Nein, da gab es danach noch viele andere. Also aufgrund meiner Gesinnung wurde mir dann noch die Weiterbildungsermächtigung entzogen. Daraufhin musste ich meine Weiterbildungsassistentin nach ganz kurzer Zeit, also im ersten Monat, gleich wieder entlassen. Die war aber gerade aus dem Krankenhaus zu mir gekommen und hätte sicherlich eine große Bereicherung für Hasloch dargestellt als Schmerztherapeutin. Das ist sicherlich gefragt dort. Aber die musste dann, die hat dann auch keine neue Stelle gefunden. Die musste echt in ein anderes Bundesland wechseln und ihr Kind von der Schule nehmen und den Mann. Und also das war ein großes Übel. Dagegen habe ich dann auch Klage eingereicht. Hat aber auch lange gedauert, also fast ein Jahr, und habe ich aber auch gewonnen. Also das hat der Richter in Neustadt sehr klipp und klar gesagt, dass alles das, was ich da gemacht habe, Hand und Fuß gehabt hat und dass unabhängig davon ich als Ärztin auch eine eigene Meinung haben darf und dass mir das nicht als Gesinnungspolitik von einem lieben Herrn Mattheis sozusagen abgesprochen werden kann. Dann hat er zusammen mit dem Geschäftsführer Herrn Hoffart, hat er noch einen Angriff versucht also auszuführen über die KV, indem er irgendwie versucht hatte, an Abrechnungsmodalitäten ranzukommen. Aber die Dame von der KV wusste das halt auch nicht zuzuordnen, hatte daraufhin mich angerufen und meinte, sie weiß gar nicht, was der von ihr will. Ja, das war dann der vierte Angriff. Der fünfte war eine vermeintlich falsch durchgeführte Leichenschau. Das ist auch noch in der Schwebe. Das ist also etwas, wofür, das weiß ich jetzt mittlerweile, weil ich Recherche gemacht habe, in noch keiner einzigen anderen Ärztekammer zu irgendeinem Verfahren geführt hat. Und ich soll jetzt aber auch 5.000 € dafür auch noch zahlen. Was hast du da gemacht bei der Leichenschau? Also das Hauptproblem war, Das ist dass eine ich Obduktion, eine Leichenschau, oder was ist eine Leichenschau genau? eine Leichenschau ist, wenn ein Patient verstirbt und der Arzt hingeht und die Urkunde ausfüllt. Ja. Okay. Und das war ein Patient, der war schon um die 80, war aber ansonsten kerngesund, den kannte ich von vorher, der nahm auch keine Tabletten. Ist dann mehr oder weniger von der Tochter wohl gedrängelt worden in die Corona-Impfung, hatte ganz kurze Zeit danach, wenige Wochen, einen so schweren Schlaganfall, dass er 6 Wochen im Krankenhaus gelegen hat, meistens davon auf Intensiv, ist dann nach Hause gekommen und kurze Zeit danach verstorben. Hat aber Und natürlich nichts mit der Impfung zu tun, wollte ich nur kurz anmerken. ja, natürlich nicht. Und im Arztbrief stand die Impfung auch nicht einmal erwähnt. Und ja, ich hatte dann der Familie netterweise anbieten wollen, dass ich ungeklärte Todesursache mit vermerke, sodass sie im Zweifelsfalle später, wenn es auch ihnen irgendwann erkenntlich ist oder wenn die Statistiken das allgemein zeigen, dass halt wirklich ein enormer Anstieg stattgefunden hat an neurologischen Erkrankungen, so wie dies
die Stabsärzte der amerikanischen Armee ja bereits herausgefunden haben, ne, einen Anstieg von 1079% innerhalb von einem Jahr, 2021. Ich wollte denen einfach die Gelegenheit geben, dass sie es im Zweifelsfalle später zum Prozess bringen und Schadensersatz bekommen. Aber das wurde mir dann so übel genommen, dass ich es überhaupt nur erwähnt hatte, dass dann das Ganze gleich explodiert war und ja, dann last but not least auch zu dieser Anzeige geführt. Aber wie gesagt, das ist noch ein schwebendes Verfahren. Und das, was jetzt mir vorgeworfen wird, das ist noch die Krönung vom Ganzen. Das ist seit 2 Jahren hängt das als Damoklesschwert über mir und sollte 50.000 Euro Strafe war da angedroht, sodass man auch möglichst schlecht schläft 2 Jahre lang. Und das war, weil ich zu viel aufgeklärt hätte. Und dass die Patienten hätten den Eindruck bekommen können, dass diese Impfung irgendwie nicht so gut sei und dass ich mich wohl despektierlich gegenüber anderen Ärzten geäußert hätte, wobei da wohl nur ein einziger mit gemeint war. Das war ein Urologieprofessor aus Speyer, der so eine Riesenimpfaktion hier durchgemacht hat und an einem Tag also mehrere tausend Patienten, so wie die Schweinchen, so hintereinander hat durchimpfen lassen. Aber nicht er alleine. Ich weiß gar nicht, wie viel er dafür hatte. Auf jeden Fall war das einfach eine Riesen-Mega-Aktion. Und für diese Mega-Aktion hat er unsere Impfstoffe bekommen. Und das habe ich halt einen Nachmittag vorher erfahren, sodass ich wirklich organisatorisch überhaupt gar keine Möglichkeit mehr hatte, all den Patienten Bescheid zu sagen. Und ich habe tatsächlich auch Impfungen durchgeführt, all dieweil ich ansonsten keine Möglichkeit gesehen habe, die Patienten zumindest über einige Fakten vom Robert-Koch-Institut, Paul-Ehrlich-Institut und vom Statistischen Bundesamt aufzuklären. Diese Fakten habe ich zusammen mit der Kripo und einem Statistiker auf eine PowerPoint-Präsentation gemacht und habe sie gezeigt, während ich etwa eine halbe Stunde aufgeklärt hat. Mit der Kripo habe ich das gerade richtig verstanden, wieso die Ja, Kripo? es gibt auch ehrenwerte Mitarbeiter bei der Kripo, die sich durchaus auch einsetzen dafür, dass wieder so ein bisschen Richtung Ordnung einkommt. Und ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen, habe das zusammengestellt, wollte es der Ärztekammer vorlegen, damit die es Moment, absichern. Katrin, Moment, ich muss. Ich will den guten Menschen nicht näher erwähnen. Da ist er sicherlich Ich nicht. muss mir das nur jetzt vorstellen. Also, Ja. du hast einen Vortrag gehalten, eine PowerPoint-Präsentation. Ja. Da saßen dann eine Menge Patienten. 50. Und bei dieser PowerPoint-Präsentation war auch ein Kriminalbeamter dabei. Nein. Nein, wir haben nur die Präsentation zusammen gestellt, um einfach ganz hundertprozentig sicher zu gehen, dass wir da keine Schwurbler-Sachen, sondern reine Daten und Fakten präsentieren. Das habe ich also von zwei guten Leuten absegnen lassen und dann wollte ich es von der Ärztekammer noch absegnen lassen, aber die haben es dankend abgelehnt hier in Neustadt. Nee, nee, damit haben sie nichts zu tun. Das sei reineweg Aufgabe der Ärzte, zu entscheiden, wie sie aufklären. Und im Nachhinein war das dann wohl doch nicht meine Aufgabe, weil mir wurde vorgehalten, dass ich zu lange aufgeklärt hätte. Ich hätte angeblich eine halbe Stunde aufgeklärt plus einen halbstündigen Film gezeigt, was de facto nicht der Wahrheit entspricht, sondern es war insgesamt eine halbe Stunde. Und anstatt dass sie es honorieren, dass man sich kostenlos die Zeit nimmt, um vielen Menschen viele Daten und Fakten zu liefern, kriegt man dann halt noch einen drüber. Und ja, dann haben sich viele halt aufgeregt, dass sie an dem Tag vermeintlich zur Impfung gekommen sind, ich aber nur aufgeklärt habe, weil ich ja keine Impfstoffe bekommen habe. Und da hatte ich dann gesagt, naja, dann wäre es in diesem Falle gut, die Leute würden sich zum einen bei der Ärztekammer beschweren und zum anderen bei dem Professor beschweren, weil der hat sie abgegriffen, ohne uns Bescheid zu sagen. Und Aber wie das war. kann der das denn abgreifen? Ich meine, die Ich weiß Sachen. nicht, wie sowas geht. Wir hatten die Impfstoffe immer eine Woche vorher bestellt, weil das organisatorisch ein Affenakt war, die Leute jeweils immer in 6er-Päckchen, ne, weil es war ja immer nur eine Flasche, ging ja immer für 6 Leute. Und da die anderen für 8, also je nachdem, welchen Impfstoff wir hatten, ne, so musste man immer hin und her jonglieren, wen man noch einbestellen kann und wen nicht. Es war also unglaublich viel Arbeit und das hat man uns einfach zerschossen, indem irgendeiner mächtiger war als wir und der gesagt hat, so, wir kriegen das.
Und jetzt kriege ich 5000 Euro Strafe, weil der die Impfstoffe gegriffen hat und irgendein Patient sich dann auch noch beschwert hat. Also es ist Das, eigentlich wirklich kafkaesk, ja, es ist unglaublich. ne? Gibt Für es alle, denn die es Dinge? nicht glauben, ich werde das schreiben, ich werde es dir schicken, du kannst es unten anheften, ne? Weil das glaubt sonst, glaube ich, gar keiner. Ja, schick mir das bitte, dass ich es dann Ja. einblenden kann. Ja, es ist unglaublich, was mich jetzt so verblüfft, wenn ich dich sehe und wie fröhlich du bist. Wir haben ja auch schon öfter mal telefoniert und du hast ja deinen Humor und deine Fröhlichkeit überhaupt nicht verloren. Hatte das gar Ja. nichts ausgemacht? Also ich war auch vor Gericht, weil ich unter freiem Himmel auf so einem Wertstoffhof keine Maske getragen habe. Da habe ich mir dann eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingefangen. Ist eingestellt worden, musste auch nichts bezahlen. Aber mich hat das schon mitgenommen, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber es beschäftigt einen. Und man ist dann schon, wenn man dann diese Briefe bekommt, ist man dann schon fertig und man redet darüber im Kreis der Familie. Und Spaß macht das nicht. Und ich bewundere dich, dass du noch so fröhlich darüber reden kannst. Weil ich Also, glaube, der ein oder. Familie kann ich da leider eher nicht drüber reden, außer meine Schwester. Die hat da so ein ähnliches Leid zu ertragen. Aber ansonsten, das Schöne daran ist, man wird auf der einen Seite bestraft mit Geld. Und Geld, also nicht, dass ich reich bin oder dass mir Geld total egal ist. Also ich bin natürlich froh, irgendwas zu haben, um essen zu gehen oder mal ins Kino. Aber ehrlich gesagt, ich bin sowas wie Legastheniker für Zahlen. Also Geld, irgendeine Nummer auf dem Konto, sagt mir gar nichts. Ich kann da morgens drauf gucken, habe es um 10 Uhr schon vergessen. Für mich ist Geld das, was ich daraus machen kann. Events und Urlaube oder schöne Dinge, selbst wenn man anderen auch damit helfen kann. Und der Herr Mattheis, der hat mich halt in etwas getroffen, wo er, ich glaube, der ist ziemlich raffgierig. Der hat ja auch offensichtlich schon bei einigen Institutionen einen sehr unangenehmen Eindruck hinterlassen, auch bei der Staatsanwaltschaft. Von daher geht er wahrscheinlich davon aus, dass er mich damit am meisten trifft. Aber das, was passiert ist, ist, dass sich unglaublich viele Leute anschließend genau deswegen an mich gewandt haben, dass man ausgerechnet deswegen unglaublich Freunde kennengelernt hat, auch Bekanntschaften und die ehrenwerten Leute, ne, so wie dich. Ich meine, wäre das mir nicht passiert, hätten wir uns nie kennengelernt, ne? Und du bist halt genau das diametrale Gegenteil von diesen blutrünstigen anderen Reportern oder Mediengestaltern, die auf Deibel komm raus für Geld einfach alles tun, ne? Und das ist das, was ich auch mal in einem Video gezeigt hatte. Erfolg und dieses Gefühl und das Glück, das ist nicht die Zahl auf dem Konto, sondern das ist das Serotonin im eigenen Hirn, auf das man ne, ein Gefühl von Stolz und Glück und Zufriedenheit hat. Ne, also ich möchte mit niemandem, der jetzt in dieser ganzen Pandemiezeit unglaublich viel verdient hat, möchte ich tauschen. Nicht mit Spahn, nicht mit Scholz, nicht mit Drosten und Co. Diese ganzen Millionen, diese auf welche Art und Weise auch immer ergattert haben mögen, ne, sage ich jetzt mal als vorsichtiges Statement. Ich möchte die nicht haben, weil ich glaube nicht, dass ich damit in einem schönen Straßencafé sitzen könnte und die Welt genießen könnte, ohne Angst zu haben, dass mir irgendeiner von hinten einen drüber zieht. Ne? Also ich sitze jetzt hier und da in einem Restaurant, das ist mir jetzt schon mehrmals passiert, und da stehen Leute von anderen Tischen auf. Ich habe die noch nie gesehen, kenne ich auch gar nicht. Und die kommen zu mir hin und bedanken sich für das, was ich getan habe und dass ich sozusagen den Patienten beistehe. Und das ist doch mehr als 1000 Euro wert, ganz im Ernst. Das ist doch viel schöner. Katrin, ich danke dir auch ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir alles Gute für das, was noch da auf dich zukommt. Wir werden sehen, ja. Und ja, vor allen Dingen, dass du weiter deine Fröhlichkeit behältst und dich nicht unterkriegen lässt. Ich danke dir ganz herzlich. Darf ich eins noch sagen, weil ich weiß ganz genau, was du gemeint hast, dass es einen beschäftigt und richtig fertig macht. Ganz vielen Kollegen von mir geht es ja auch echt schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst. Also aus meiner näheren Arztgruppe sind schon 7 im Gefängnis.
Das kriegen viele gar nicht mit, teilweise für mehrjährige Gefängnisstrafen. Und die anderen, die machen sie gerade fix und alle vor Gericht, teilweise mit so grotesk vielen Sitzungen. Ne? Also Monika Zhang zum Beispiel hat 40 Sitzungen. Weißt du, alleine die Rechtsanwaltskosten für so etwas, selbst wenn sie gewinnt, Was meinst du mit keiner. Sitzungen? Na, Gerichtsverhandlungen. Prozesse, 40 Gerichtsverhandlungen. Verhandlungstage, ne? Auch Rolf Krohn zum Beispiel, ne? Und die anderen. Und ja, wenn man so kurz vorm neuen Jahr vielleicht tatsächlich einen Spendenaufruf machen könnte für Ärztehilfswerk Weißer Kranich. Damit können die Patienten überall zumindest sicherstellen, dass nicht alle Ärzte in irgendeiner Form verhaftet, verknackt werden, ihre Approbation verlieren oder aus dem Land flüchten. Weil das ist ja das, was für die Patienten wiederum das Wichtigste ist, dass die ärztliche Versorgung erhalten bleibt. Und zwar nicht ausschließlich von denjenigen, die entweder bis jetzt heute nichts geschnallt haben, was ich auch grenzwertig finde, oder diejenigen, die es durchaus kapiert haben und trotzdem, um dem schnöden Mammon zu folgen, sich die Taschen voll gemacht haben, finde ich auch nicht so gut. Ne? Damit nicht nur diese Gruppe übrig bleibt, wäre das für die Patienten sicherlich von großem Vorteil. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Ihnen auch ganz herzlichen Dank fürs Zusehen, für Ihr Interesse. Abonnieren Sie den Kanal. Ja, werden Sie Mitglied der Werteunion, setzen Sie sich auch ein, ja, für Recht und Freiheit. Ich danke Ihnen ganz herzlich und bis bald.